So, hallo und herzlich willkommen zum allerersten Fast Forward Science Award Talk. Dieses erste Mal zum Young Scientist Award. Mein Name ist Janne, ich bin Teil des Teams von Fast Forward Science. Und Fast Forward Science ist ein Wettbewerb, der gemeinsam vom Stifterverband und von Wissenschaft im Dialog ausgerichtet wird. Wir rufen WissenschaftlerInnen, wissenschaftliche Institute, Wissenschaftsbegeisterte dazu auf, Science-Content auf Social Media zu produzieren und bei uns einzureichen. Man kann natürlich nicht nur bei uns einreichen, sondern auch bei uns gewinnen. Wir haben sechs verschiedene Awards. Und damit ihr beim Einreichen für diese Awards nicht komplett alleine gelassen werdet mit euren Fragen und damit ihr euch Tipps von Profis abholen könnt, haben wir diese Award Talks ins Leben gerufen. Ab jetzt gibt es fast jede Woche zu jedem unserer Awards einen Talk, wo wir quasi Fast Forward Science Prominenz dazu einladen. Und die könnt ihr mit all euren Fragen löchern, von denen könnt ihr euch die besten Tipps abholen, wie ihr am besten gewinnen könnt und so weiter. Heute geht es um den Young Scientist Award. Der Young Scientist Award ist ein Preis, den wir gemeinsam mit dem Deutschen Zukunftspreis vergeben. Der ist besonders für wissenschaftlichen Nachwuchs interessant und ich hole mir jetzt mal die letzten zwei Gewinnerinnen des Young Scientist Awards zu. Die können euch dazu nämlich aus ganz anderer Perspektive als ich noch was sagen. So, ich hoffe, die beiden kommen gleich dazu. Sie sind auf jeden Fall schon dabei. Hallo Amelie, da ist schon die erste. Hallo. Hallo. Ah, und Janina ist auch da, sehe ich gerade. Ja. Wunderbar, schön, dass ihr beide da seid. Ich freue mich, euch mal so in dieser Runde zu sehen. Das hatten wir vorher, glaube ich, auch noch nicht. Ganz herzlich willkommen. Ich habe, um einmal alle, die jetzt schon zugucken, um denen das zu erklären, wir sind beim Fast Forward Science Award Talk und heute geht es um den Young Scientist Award, den wir gemeinsam mit dem Deutschen Zukunftspreis vergeben. Das ist ein Award für Wissenschaftsvideos auf Social Media, der besonders für Studierende, Promovierende und Postdocs bis zu 6 Jahre nach Promotion gedacht ist. Und bei mir sind Amelie Reigel, die als die Wissenschaftlerin auf TikTok und auf Instagram unterwegs ist, und Janina Otto, die als Janina Explains It All auf YouTube hauptsächlich und auf Instagram unterwegs ist. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, freut mich Hallo. sehr. Schön. Ja. Ihr seid auf dem ersten und zweiten Platz vom Young Scientist Award gelandet. Letztes Jahr, beziehungsweise letzte Runde. Die Preisverleihung war dieses Jahr und wir stecken gerade wieder mitten in der Einreichphase. Heißt, jetzt wäre die Chance für alle, die euch nacheifern wollen und quasi auf eurem Siegertreppchen mitlanden wollen, einzureichen. Und wir wollen die nicht alleine lassen mit ihren Fragen und wollen von euch gerne so ein paar Tricks und Tipps vielleicht auch hören, was bei euren Videos, was euch da so wichtig ist, was ihr an anderen Videos besonders spannend findet, wie ihr überhaupt auf uns gekommen seid und so weiter. Für alle, die gerade zuhören, gleich gebe ich an euch weiter. Für alle, die gerade zuhören, ihr habt jederzeit die Chance, Fragen zu stellen. Stellt die gerne einfach ins Kommentarfeld oder ins Fragenfeld und ich gebe die dann an die beiden hier weiter, beziehungsweise seht ihr die vielleicht auch. Genau. Ich würde jetzt einfach mal starten, nachdem ich hier 5 Minuten lang geredet habe. Auch hier wird schon, Amelie, dir wird schon gedankt für deine tollen Beiträge. Das kann ich nur erwidern und weitergeben. Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Vielleicht fangen wir mit dir direkt mal an. Du bist ja, würde ich mal sagen, man würde dich jetzt nicht mehr als Newcomerin bezeichnen, sondern du bist ja schon relativ viel und bekannt unterwegs auf TikTok und auf Instagram. Wann hast du denn angefangen? Was hat dich dazu bewogen, Wissenschaftsvideos zu machen? Also ich habe während der Pandemie eigentlich angefangen, als man uns alle ins Homeoffice geschickt hat. Und wenn eine Biologin im Homeoffice ist und keine Paper oder Anträge mehr schreiben kann, also Publikation, habe ich nebenbei ein bisschen Langeweile gehabt und habe dann angefangen auf TikTok dann mit die Wissenschaftlerin. Das war dann im März 2020. Und ich habe schnell gemerkt, irgendwie muss man das ein bisschen besser kommunizieren, was gerade los ist während der Pandemie. Das heißt, was ist ein Virus? Warum haben wir noch keinen Impfstoff? Und warum kam dann doch plötzlich sehr schnell ein? Und wie toll das eigentlich war, dass die ganzen Wissenschaftler zusammengeholfen haben, dass es so schnell ging und was für unglaublich tolle Technologien wir entwickeln konnten in so kurzer Zeit oder auch schon jahrelang eigentlich hatten, aber es hat halt niemanden interessiert. Und da habe ich immer mehr gemerkt, das macht mir total Spaß.
über genau mein Thema zu reden, Wissenschaft. Ich bin einfach so ein Nerd und will rausschreien in die Welt, wie toll das ist, dass wir die ganze Zeit mit Wissenschaft und Forschung umgeben sind. Alle Technologien, die wir benutzen, und viele Leute merken das nicht oder weil es auch nicht so erklärt wird oder gezeigt wird. Und da dachte ich, okay, wenn ich was vor der Kamera mache, dann das. Und ja. Jetzt stehe ich hier. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ganz schönen Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, die Pandemie hat ganz vielen vor Augen gerufen, wie wichtig es eigentlich ist, sich irgendwo gut informieren zu können. Und wir wissen ja, dass super viele Leute sich einfach mittlerweile auf Social Media über alle möglichen Themen, auch Nachrichten, wissenschaftliche Neuigkeiten und so weiter informieren. Insofern sehr schön, dass es dich gibt und sehr schön, dass du aktiv da bist und uns allen Danke. besser erklärst. Janina, du bist, glaube ich, noch nicht auf TikTok unterwegs. Korrigier mich, wenn das falsch ist, aber du bist auf YouTube. Du hast ein YouTube-Video bei uns eingereicht. Wie ist es denn bei dir? Wie kamst du darauf, Wissenschaftsvideos zu machen? Das lag auch an der Pandemie tatsächlich. Ich komme eigentlich aus der Richtung Science Slam, also ich stehe sonst auf der Bühne und hatte da dann auch schon ein paar Jahre Erfahrung und dann war ja aber alles zu. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich trotzdem den Drang habe, das, was ich sonst auf der Bühne mache, irgendwie ins Internet dann zu stellen und da Leuten weiterzuhelfen und weiter zu erklären. Und so kam ich dann auch dazu, ja, meinen YouTube-Kanal anzufangen und ja, habe dann auch mein Video bei euch eingereicht. Ja, okay, also sehr ähnlich auf jeden Fall. Ich kann es sehr gut verstehen. Man brauchte irgendwie einerseits natürlich auch eine Beschäftigung während der Pandemie, aber andererseits ist es natürlich umso schöner, wenn ihr das genutzt habt für euch und für andere, weil eure Videos gucken ja insgesamt zusammengerechnet super, super viele Leute. Ihr habt für alle, die sich jetzt nicht unbedingt eure GewinnerInnen-Videos angeguckt haben, ihr habt zwei ganz unterschiedliche Videos eingereicht. Hier sagt übrigens jemand, hey Genius, ich würde sagen, das richte ich mal an euch beide. Und zwar, Amelie, du hast ein Video über ein ganz aktuelles Thema aus deinem Forschungsfeld eingereicht, ne? Also da ging es um, wenn ich das mal ganz kurz laienhaft zusammenfassen kann, weil ich bin keine Biologin, ging es um ein Experiment, wo einem Frosch ein Bein nach, man konnte einem Frosch ein Bein nachwachsen lassen, kann man das so sagen? Genau. Ja. Du forschst ja in einer ganz ähnlichen Richtung. Also bei dir geht es ja um Zell- oder um Hautregeneration, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir finden das immer super interessant, um mal so ein bisschen aus dem Jury-Nähkästchen zu plaudern. Für uns ist es immer besonders cool zu sehen, wenn junge Forschende tatsächlich über ihr eigenes Forschungsfeld sprechen. Vielleicht irgendwie sagen, guck mal, hey, hier, das mache ich, deswegen ist das relevant, deswegen ist das relevant für die Gesellschaft, deswegen sind wir zum Beispiel auch mit dem Deutschen Zukunftspreis da diesen Bund eingegangen, weil für die das natürlich total interessant ist. Also die küren jedes Jahr die besten zukunftsweisenden wissenschaftlichen Projekte und für die ist es natürlich super cool, euch irgendwie als wissenschaftlichen Nachwuchs zu sehen, für uns umso besser. Kannst du mir sagen, du machst ja Videos zu ganz unterschiedlichen Themen. Gibt es da einen Unterschied, wie das ankommt, ob du so ganz allgemein über Wissenschaft sprichst oder ob du dein Forschungsfeld behandelst? Ja, also da gibt es schon Unterschiede. Also Corona betrifft ja jeden zum Beispiel, wenn ich darüber Videos gemacht habe. Die waren dann immer sehr gefragt. Und andere Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig klingen für die normale Gesellschaft und kein Wissenschaftler, kommen dann vielleicht nicht so gut an. Aber da denke ich mir auch, okay, dann muss ich es anders erklären, dann muss ich es besser erklären, weil es in meinen Augen unglaublich tolle Geschichte ist, dass man ein Bein von einem Frosch nachwachsen lassen kann, ist so okay. Aber was es in der Zukunft bringen kann für uns zum Beispiel auch als Menschen, wenn wir den Mechanismus verstehen, ist unglaublich. Und das ist schon so weit vorangeschritten ist diese Technologie und Forschung, das möchte ich dann auch vermitteln. Das, wo ich sage, wow, krass, so weit sind wir schon. Und solche Wow-Momente habe ich auch sehr oft, obwohl ich ja eigentlich in dem Feld drin bin. Aber man sieht, das ist so viel und unterschiedlich, dass man im Prinzip also so viele Sachen erklären und zeigen kann, was gerade los ist. Und da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, wie erkläre ich das? Weil die Themen sind auf jeden Fall da und es ist spannend und es betrifft einen auf irgendeine Weise dann doch selbst auch. Ja, absolut. Also ich fand es auch, ich habe mir dein Video gerade zum x-ten Mal angeschaut und finde es tatsächlich immer noch toll. Da ist mir auch besonders nochmal aufgefallen, weil du gerade sagtest, man muss es vielleicht nur anders erklären, wenn man das Gefühl hat, okay, die Leute sehen die Relevanz irgendwie in der eigenen Forschung nicht. Ich finde, du erklärst ja
ziemlich viel, einfach ziemlich genau. Also du stoppst bei Begriffen wie Regeneration und sagst einmal kurz für alle, was das ist. Heißt, da geht es dann wahrscheinlich auch um eine gewisse Zielgruppeneinbindung bei dir, wenn du das auf so eine Art und Weise erklärst, richtig? Genau, also meine Zielgruppe ist eigentlich jede Person, die mit Wissenschaft nichts zu tun hat oder nichts zu tun haben möchte, weil der Biounterricht war langweilig in der Schule oder man hat mit der Chemielehrerin einfach, hat es nicht gefunkt. Und ich möchte zeigen, es gibt auch andere Möglichkeiten, wieder so ein bisschen Awareness zu schaffen und Neugierde aufzuwecken in dem Thema Wissenschaft und Forschung. Und da ist es mir dann ganz wichtig, so ein bisschen auch diesen Bezug zum Alltag zu zeigen. Und zu erklären, okay, was passiert, wenn du Schnupfen hast zum Beispiel? Oder wie kannst du schneller gesund werden? Einfach weil man wissenschaftlich versteht, wie der Körper funktioniert, was macht Sinn und was eben nicht zum Beispiel. Ja. Ja, Nina, wie ist es bei dir? Achtest du besonders darauf, eine ganz bestimmte Zielgruppe anzusprechen? Oder schaust du irgendwie, oder bist du noch in einer Phase, wo du dir denkst, du schaust mal, was funktioniert? Das würde mich interessieren bei dir. Ja, also mir geht es darum, dass die Leute erreicht werden, die die Informationen brauchen. Also zum Beispiel in meinem Video geht es ja um Diabetes. Und ich glaube, viele Leute geben bei Google oder bei YouTube auch gerne mal ein, irgendwie, was sie haben. Oh. Ah, jetzt, ja. Wenn sie eine Diagnose bekommen haben, geben die das schnell mal ein. Und meine Hoffnung war ein bisschen, dass mein Video da auftaucht. Also zum einen, um Leute, die eine Diagnose einfach haben, aufzuklären. Aber ich finde auch immer spannend, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, bevor man krank ist. Weil man ja noch zum Beispiel beim Thema Diabetes kann man viel davor tun, um es vielleicht noch abzuwenden, wenn zum Beispiel der Arzt sagt, ah, sie steuern auf den Diabetes zu. Da geht es mir eher drum und ich bin nicht so zielgruppenspezifisch aufs Alter zum Beispiel festgelegt, sondern ja eher, dass die Informationen dahin kommen, wo sie benötigt werden. Ich fand es bei dir, um das auch noch mal kurz zusammenzufassen, also Janina hat ein Video bei uns eingereicht, wo es um Zucker geht und ob Zucker eigentlich die nächste Pandemie gerade anschiebt, nämlich die Diabetes-Pandemie, weil eben wahnsinnig viele Leute Diabetes mittlerweile haben und der Trend in Anführungszeichen leider auch steigt. Was bei deinem Video total gut in der Jury ankam und bei uns als Team sowieso, wir haben da ja nur leider kein Mitspracherecht, ist, dass du ja Selbstexperiment gemacht hast. Heißt, du hast selber geschaut, okay, was passiert eigentlich, wenn ich unterschiedliche Zuckerarten messe? Du hast deinen eigenen Blutzuckerwert gemessen, du hast dir selber ganz oft in den Finger gestochen dafür. Also großer Einsatz für das Video auf jeden Fall und sehr cool. Das fand ich total schön, weil du, es war ja sozusagen, wenn man dein Video von der Struktur her betrachtet, es ist ja fast wie so ein Paper gewesen. Also du fängst mit einem Theorieteil an, dann kommt irgendwie ein empirischer Teil und dann wertest du den aus und dann kommt ein Fazit. Aber man merkt diese, na sagen wir mal, wissenschaftliche absolute Korrektheit eigentlich gar nicht, weil du es irgendwie so cool verpackst und weil man irgendwie gerne dranbleiben will und weil man irgendwie sieht, okay, du machst das mit deinem Körper. Wie bist du auf diese Idee gekommen, das selbst an dir auszuprobieren? Also ich bin ja Biochemikerin und habe die Mediziner im Praktikum betreut und wir hatten so ein ähnliches Experiment. Und ich fand das da schon spannend, die Mediziner, ich durfte dann den Medizinern zugucken, wie sie sich Blut abnehmen. Und wir haben dann aber natürlich das Laborequipment benutzt, um irgendwie Laktat zu bestimmen und auch den Blutzucker und haben dann die Kurven aufgezeichnet. Und da gab es auch verschiedene Gruppen und die Leute haben unterschiedliche Dinge gegessen. Und ich habe da halt schon gesehen, ah, das funktioniert auch, wenn man gesund ist und das ist da halt auch super spannend. Und ich habe mich irgendwann einfach gefragt, was ist eigentlich mit diesen ganzen zuckerhaltigen Lebensmitteln? Also was passiert mit meinem eigenen Blutzucker? Ist so eine Blutzuckerkurve, wie man die im Buch sieht, ist ja auch immer nur ein Modell. Und ich hatte dann auch noch gelesen, dass das durchaus ganz unterschiedlich bei jedem ist. Also verschiedene Lebensmittel werden unterschiedlich verdaut. Und ich hatte es dann für mich selber auch einfach interessiert, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das esse? Und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch eigentlich ein super spannendes Thema für so ein Video. Das könnte ja auch noch andere Leute interessieren, wie das so ausgeht oder auch, dass man sich selber vielleicht mal testet, weil es kann auch einen Einfluss bei Gesunden haben. Also das, was wir zum Frühstück essen, beeinflusst unseren Blutzucker über den ganzen Tag. Also es kann durchaus lohnenswert sein, das mal selber auszuprobieren. Ich wollte auch so eine kleine Anleitung mitgeben, weil das Equipment kriegt man, ich glaube, das kriegt man sogar in der Drogerie, so ein Blutzuckermessgerät. Und ich habe halt gedacht, vielleicht kann man da einfach irgendwie mal mit anstecken, dass vielleicht noch jemand anders den Blutzucker misst. Ja, ich hatte auch noch mehr Sachen gegessen als das, was dann letztendlich ins Video gekommen ist.
weil das wäre sonst zu lang geworden, also noch länger, habe ich so die spannendsten Sachen natürlich ausgewählt. Aber das, ja, man kann das mit ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln einfach einmal durchtesten. Man kann auch Sport machen. Das verändert den Blutzucker auch interessanterweise. Also ja, da könnte man noch weitermachen. Ich kann auch, also alle, die jetzt davon angefixt sind, ich kann sehr empfehlen, dieses Video zu gucken. Ich habe auf jeden Fall beim ersten Mal gucken extrem viel gelernt, auch sehr viel über Agavendicksaft und allem, was man vielleicht so, also ich hatte das auf jeden Fall in meinem Schrank. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher, aber viel mehr möchte ich auch gar nicht spoilern. Was hat dich denn dazu bewogen? Du hast ja so ein paar Videos, Janina. Was hat dich denn bewogen, dich genau für das Video zu entscheiden, das beim Young Scientist Award einzureichen? Das hat mir am besten gefallen, einfach. Genau, also ich, ja, ich fand das hat irgendwie gepasst. Das ist auch zu der Zeit ungefähr, wo die Deadline war, ist es fertig geworden. Ich glaube, ich habe sogar sehr knapp hochgeladen. Das war alles am Ende sehr, sehr knapp, irgendwie gefühlt Viertelstunde vor Deadline habe ich das noch eingereicht. Darf ich einmal vielleicht auch ganz kurz zur Beruhigung sagen, aber ja. Ja. Genau, das hat, also ich hatte eh gerade auch an dem Thema gearbeitet, weil es kommt nächstes Jahr ein Buch raus, und da habe ich ein Kapitel über ein ähnliches Thema gesprochen und habe halt gedacht, naja, wenn du es jetzt gleichzeitig machst, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe und machst halt einmal ein Video und einmal ein Buchkapitel. Das ist ganz gut Ja, aufgegangen so. und du wurdest ja auch nicht nur von uns für dieses Video mittlerweile ausgezeichnet, ne, sondern auch hast den Life Science Explained Award dafür bekommen. Also herzlichen Glückwunsch auch dazu. Danke. Wie war es bei Ja. dir? Gab es einen gewissen Grund, warum du dich genau für das Video entschieden hast? Weil du hast natürlich auch mittlerweile eine Wahnsinnsbibliothek an Videos, die du hättest einreichen können. Ja, das stimmt. Thematisch fand ich das so ganz schön, dass es sehr in ein Forschungsgebiet reingeht, aber trotzdem immer noch einfach und verständlich gesagt wurde, sage ich mal. Und es war eine Herausforderung. Also wissenschaftliche Sprache ist eine komplett andere Sprache als Deutsch oder Englisch. Und wenn man das erstmal verstanden hat, wie man dann Sachen erklärt für Personen, die eben diese Sprache nicht können, hat man echt viel gelernt. Und da fand ich, habe ich es eigentlich ganz gut gemacht, und habe auch in den Kommentaren gesehen, dass die Leute es verstanden haben, was mich sehr gefreut hat. Und dann dachte ich, okay, das ist ja genau, wofür ich stehe, dass ich etwas sehr Komplexes versuche einfach zu erklären, damit es jeder verstehen kann. Ja, schön. Ja, und also ich meine, ihr habt ja scheinbar genau die richtigen Videos ausgewählt, ne? Sonst wärt ihr nicht auf dem ersten und zweiten Platz gelandet. Einmal noch ganz kurz an alle, die hier zuschauen gerade. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, eure Fragen zu stellen, falls ihr Fragen an die beiden habt. Also ich bin nicht die Einzige, die diese Rolle hier für sich pachtet heute. Genau. Mich würde noch interessieren, was ihr beiden, klar habt ihr irgendwie euren sehr eigenen Stil, Videos zu machen. Was gefällt euch denn an anderen Wissenschaftsvideos gut, wenn ihr mal eure eigenen außen vor nehmt? Vielleicht ja, einmal zuerst. Falls du schon eine Ich? Antwort hast. Ja, also ich finde, habe gerade gedacht, ich finde einfach zum Beispiel, wenn ich mir Amelies Videos angucke, ich finde es so super spannend, dass das ist so kurz und prägnant und das ist auch eine totale Kunst. Das fällt mir immer super schwer, sich so kurz zu fassen und trotzdem dabei alles Wichtige zu sagen und noch ansprechend für den Zuschauer zu sein. Und ansonsten generell bei Wissenschaftsvideos ist es mir wichtig, dass es halt fundiert ist, also dass man auch eine Recherche gemacht hat, dass man auch seine Quellen offenlegt. Das ist ja irgendwie ja, in komischer Weise zum Beispiel in Zeitungen, in Zeitschriften oft gar nicht so der Fall ist und auch bei vielen Online-Artikeln. Da wird irgendwie alles Mögliche rausgeballert und am Ende weiß man gar nicht, ist es schwierig, die Studie zu finden, über die gesprochen wird. Also ich finde wichtig, dass es fundiert ist und man das auch zeigt einfach, ne, was man gelesen hat, was man weiß. Und im Ernstfall, wenn es jetzt nicht das ins Video schafft, dann einfach in die Caption schreiben, ne, und die Quellen halt offen verlinken. Dann, weil nur dann gibt es auch einen Diskurs und nur dann haben wir Fake News einfach was voraus, würde ich sagen. Also da kann ich nur zustimmen, finde ich genauso. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich finde es faszinierend, wenn jemand lange Videos macht und durch dieses Storytelling die Leute immer noch an Ball hält sozusagen. Und das finde ich auch richtig schön. Also wirklich sich einfach mal 5 oder 10 Minuten sich ein Video anzugucken von vorne bis hinten, auch richtig toll. Und dieses Storytelling, finde ich, ist auch sehr wichtig, dass die Zuschauer auch Lust haben und teilweise gar nicht merken, so wie du es auch vorhin schon gesagt hast, dass man gerade was gelernt hat, weil es einfach so viel Spaß macht zu gucken. Das finde ich super.
Ja, schön, also wunderbar harmonisch hier, dass ihr euch einfach Komplimente gebt, wenn ich euch frage. Dazu kann ich dann vielleicht aus Fast-Forward-Perspektive auch noch sagen, also Amelies und Janinas Videos sind sehr unterschiedlich lang. Amelie ist bei ungefähr 2 Minuten, ein bisschen über 2 Minuten, glaube ich. Janina hingegen über 20 Minuten. Das spielt bei uns tatsächlich nicht so sehr die Rolle. Also, wie man sieht, irgendwie die beiden gewinnen dann denselben Preis dafür, natürlich auf unterschiedlichen Platzierungen. Bei uns kommt es dann viel eher tatsächlich darauf an, dass das Video gut erzählt ist und gut gemacht ist und man dranbleibt und man sieht, dass die Leute tatsächlich irgendwie sich selbst für ihre eigene oder selbst von ihrer eigenen Forschung begeistert sind und das gerne mit anderen teilen wollen. Also, das ist das, was bei uns sehr wichtig ist, kann ich einmal hier zumindest was ich in den Jury-Sitzungen mithorchen darf, daraus kann ich einmal erzählen. Wir würden gar nicht mehr so lange machen, weil wir es hier ganz kurz und prägnant halten wollen. Ich würde euch aber gerne einmal am Ende fragen, wenn ihr eurer Kollegin oder eurem Kollegen oder einer guten Freundin irgendeinen Tipp geben könntet, nur einen einzigen, für ein gutes Wissenschaftsvideo. Was wäre das? Spaß haben dabei. Ich finde, das merkt man richtig, wenn man vor der Kamera steht und denkt, ah, jetzt muss ich das noch machen irgendwie. Und man merkt so, der Spaß ist verloren gegangen. Das sagen ja auch manchmal die Zuschauer so, heute warst du gestresst, oder? Das sieht man im Video, wo ich dann auch merke, so, ja, krass. Und eigentlich habe ich versucht, das richtig gut rüberzubringen. Deswegen meine Regel Nummer eins, Spaß dabei haben. Und das merkt man dann auch. Und das Video performt ganz anders bei dem Zuschauer. Spannend, ja. Dem Ja. kann ich, ja, dem kann ich nur zustimmen. Mein Tipp wäre, ein Skript zu schreiben. Also mir persönlich hilft das total, um das zu strukturieren, weil also es sieht ja oft so aus, als hätte man das mal so aus dem Handgelenk geschüttelt oder so. Aber ich finde, das hilft am Ende doch viel, sich auch nochmal Gedanken zu machen, ne? Was soll eigentlich zu sehen sein? Was brauche ich vielleicht noch eine Grafik oder so? Und wie lang wird mein Video? Also man sieht dann schon im Skript manchmal, ne, ist irgendwie, dass man von Hixchen auf Stöckchen kommt und man könnte eigentlich noch hier erzählen und da. Also ja, ich würde einfach sagen, schreibt euch ein Skript und macht euch Gedanken, was ihr genau sagen wollt. Ja, absolut. Ich glaube, das sind zwei super Tipps. Also ich finde tatsächlich, auch wenn ich wahrscheinlich nicht unbedingt kommentieren würde, dass jemand gestresst aussieht, finde ich, es ist immer super schön zu sehen, wenn jemand tatsächlich Spaß dabei hat und dann wirkt das Video tatsächlich auf einen selber auch ganz anders. Aber ein Skript schreiben, das kann ich auch sehr unterschreiben. Also es hilft manchmal, gerade wenn man noch nicht so viele Videos gemacht hat, hilft es, sich einfach kurz einen groben Plan zu machen, im Vorhinein einmal zu schauen, okay, was möchte ich eigentlich sagen? Manchmal fällt einem bei diesem Skript dann auch auf, das, was fehlt oder das, was rauskam kann oder so. Also vielen, vielen Dank euch beiden für diese Tipps. Ich würde jetzt in meinen Abschlussworten noch einmal den Aufruf, falls ihr noch Fragen habt, jetzt ist die Chance, den beiden die Fragen zu stellen, die ihr habt. Ansonsten, ja. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, was die Hemmschwelle so ein bisschen reduziert, wirklich ein Video zu machen, zu produzieren. Man braucht nicht das beste Equipment. Ich habe mit einem Handy angefangen, teilweise filme ich immer noch mit meinem Handy und es reicht vollkommen aus. Also es muss nicht die High-End 4K-Qualität sein, schlechthin. Es soll eine gute Qualität sein, aber das kriegt eigentlich heutzutage jeder mit einem Handy hin und dann let's go. Ja, würde ich auch sagen, einfach mal Ja. anfangen. Ich glaube, viel kommt auf den Weg. Ich hatte am Anfang auch total die Hemmschwelle, weil man irgendwie, ne, man denkt dann, das muss sonst wie toll werden. Das sehen ja, man denkt ja, das sehen alle, ne? Also alle. Und am Ende, das erste Video sehen halt eben nicht alle, sondern vor allem man selber sieht das Video immer wieder. Und vieles kommt auf dem Weg. Und ja, also man braucht da nicht so ein dolles Equipment. Licht ist, glaube ich, wichtig, aber da kann man sich auch einfach vors Ja. Fenster setzen sonst. Da ist immer gutes Licht. Ja. Und ansonsten Handy tut's einfach. Ja, das stimmt tatsächlich. Mache ich auch so. Dann noch ganz technische Tipps, die wir einmal hier von euch beiden bekommen haben am Ende. Da kann ich auch noch dazu, um einmal wieder die Jury-Perspektive mit reinzubringen, da kann ich auch sagen, das ist tatsächlich nichts, was bei uns wahnsinnig ins Gewicht fällt. Also klar sieht man das sofort, wenn jemand professionelles Equipment hat, aber bei Fast Forward Science geht es dann doch viel mehr um die Inhalte und ob die gut vermittelt sind, als ob jemand perfekt ausgeleuchtet dasteht, während er diese.
Genau, ihr beiden, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass ihr eure Weisheit über eure Videos und eure YouTuberInnen, TikTokerInnen Karriere geteilt habt. Ich kann an alle, die zugeschaut haben und die vielleicht selber Wissenschaftsvideos machen, nur denen kann ich ans Herz legen, bei uns einzureichen. Bis zum 7. Februar geht das für den Young Scientist Award oder einen unserer anderen 5 Awards. Wir sind natürlich innerhalb dieses Award Talks auch immer da, um eure Fragen zu beantworten. Das ist nicht die einzige Möglichkeit gewesen. Ansonsten, falls ihr selbst keine Wissenschaftsvideos macht, checkt unbedingt die beiden tollen CreatorInnen aus, die hier heute mit mir da waren, und zwar die Wissenschaftlerin und Janina Explains It All. Da kann man super, super viel lernen und sich ganz tolle, ganz viele Videos angucken. Kann ich sehr empfehlen für, wenn es ganz früh dunkel wird und man manchmal nicht weiß, was man mit sich anfangen soll mit der ganzen Zeit, die man nicht draußen verbringen kann. Genau, es fragt jemand gerade, ob man dieses Video nochmal anschauen kann. Das kann man auf jeden Fall entweder auf den Profilen der beiden oder unter www.fastforwardscience.de. Da haben wir alle PreisträgerInnen-Videos einmal aufgelistet und da kann man sich dann alles noch einmal anschauen. Vielen Dank an euch beide. Es war Vielen ein Dank. Gerne. Sprechen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dir auch. Ja, Macht's ich euch auch. gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.